Verrückte Welt. Diese Lagerhalle hier, die ist was ganz Besonderes, denn hier stapeln sich keine normalen Artikel, sondern sogenannte Retouren, also Kleidungsstücke, die zurückgeschickt wurden, weil sie nicht gepasst haben. Und das Verrückte, diese brandneuen Klamotten, die können Sie zu Hause zu absoluten Schnäppchenpreisen kaufen. Und wir zeigen Ihnen, wie es geht. Die meisten von uns machen es regelmäßig. Online shoppen. Auch Jeremy ist glücklich, dass seine Bestellung schon am nächsten Tag ankommt. Erst gestern hat er online für 40 Euro ein Markenhemd gekauft. Auch wenn er weiß, was in dem Paket ist, freut er sich, es endlich aufzumachen. Umso größer ist die Enttäuschung. Das Hemd sitzt nicht gut. Macht ja nichts, denn schließlich kann er es kostenlos zurückschicken. Allerdings fällt es ihm gar nicht so leicht, das Hemd wieder schön zu verpacken. Ist das überhaupt wichtig? Dazu später mehr. Jeremy füllt den Retourenschein aus und klebt den beigelegten Paketschein drauf. Damit wir unser Paket verfolgen können, markieren wir es noch. Und ab damit zur Post. Aber was passiert eigentlich danach mit unserer Retoure? Zurückgeschickte Ware landet wieder beim Online-Händler. Und der verkauft sie an den Nächsten, oder? Das stimmt nur zum Teil. Immer mehr Händler lagern ihre Retouren aufgrund der großen Menge aus. Unser Paket macht sich auf den Weg nach Berlin zu einem sogenannten Retouren-Management-Unternehmen. Was hier passiert? Das schauen wir uns jetzt mal an. Jeden Tag kommen hier bis zu 1000 Retouren an. Kein Wunder, denn jeder zweite Deutsche shoppt mittlerweile online. Auch unser markiertes Paket ist heute dabei und rollt zusammen mit Dutzenden anderer Rücksendungen in die Lagerhalle. Das Besondere? Die zurückgeschickte Ware, die hierher kommt, wird später günstiger auf anderen Online-Plattformen verkauft. Die Idee dazu hatte Jungunternehmer Simon Schmid. E-Commerce ist eins der absoluten Trendthemen, ist schon riesengroß geworden, wird immer noch viel größer werden und immer weiter wachsen. Und wir haben festgestellt, dass es ein riesengroßes und mit dem E-Commerce auch weiter wachsendes Retourenproblem gibt. Und auf der anderen Seite eine riesengroße Gruppe von Schnäppchenjägern, die einfach das Internet durchsuchen, um die besten Schnäppchen zu finden. Und wir sind diejenigen, die beide Gruppen zusammenführen. Jeden Tag werden in Deutschland rund 8 Millionen Pakete verschickt. Macht im Jahr 2,8 Milliarden Pakete. Jedes zehnte davon ist eine Retoure. Aneinandergereiht könnten die zurückgeschickten Päckchen fast dreimal die Erde umrunden. Die Top 3 der Rückgabegründe sind übrigens: passt mir nicht, gefällt mir nicht oder verschiedene Größen bestellt. Simon kümmert sich aber nicht nur um Klamotten. Er bearbeitet die Retouren von vielen großen Online-Shops und macht sie zu echten Schnäppchen. Spitzenreiter unter den Retouren ist jedoch Kleidung. Gut die Hälfte der im Netz bestellten Klamotten geht zurück. In diesem Retourencenter kümmern sich 40 Angestellte auf 10.000 Quadratmetern um die Annahme, Instandhaltung und den Wiederverkauf der ungewollten Bestellungen. Dabei durchläuft jedes Einzelstück einen aufwendigen Prozess. Unser Paket kommt jetzt bei der ersten Retourenstation an. Das Paket wird erstmal angenommen, ausgepackt, damit erstmal geguckt wird, was überhaupt in diesem Paket drin ist. Und anschließend wird das Produkt gescannt, sodass wir sehen, was für ein Artikel sollte eigentlich zurückgeschickt werden. Und danach wird er bei uns geprüft, in welchem Zustand ist er. Ist er neu, ist er schon gebraucht und anschließend für den Weiterverkauf aufbereitet. Dass unser Hemd nicht ordentlich eingepackt ist, egal. Wichtig für den Weiterverkauf, es darf nicht getragen sein. Passt alles, geht eine Bestätigung an den Händler und der Kunde bekommt sein Geld zurück. Aber was passiert, wenn zurückgeschickte Klamotten schon getragen wurden? Also grundsätzlich, wenn Artikel retourniert werden in einem Zustand, der nicht neu ist, ist es so, dass die Händler von dem Kunden einen Wertersatz verlangen können. In der Praxis findet das aber nie statt, weil einfach alle Händler viel zu sehr Angst haben, von negativen Bewertungen oder einfach auch einen teuer erworbenen Kunden wieder zu verlieren. Dementsprechend wird das einfach akzeptiert, die Kunden bekommen trotzdem ihr Geld zurück und am Ende wird der Artikel dann in vielen Fällen einfach vernichtet. Dem Online-Händler ist es also meist lieber, an einer Retoure nichts oder nur wenig zu verdienen, als einen teuer erworbenen Kunden zu verlieren. Unser Hemd ist in Ordnung und kann weiterverkauft werden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer schickt eigentlich mehr zurück? Männer oder Frauen? Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass Frauen häufiger retournieren als Männer.
Vermutlich sind die Männer einfach dann am Ende zu faul, die Pakete wieder zur Post zu bringen. Und von daher kommt das da zustande. Aber ja, man hat mehr Frauen, die retournieren als Männer. Auch wenn Simon alle Retouren in seinem Lager zu Schnäppchenpreisen weiterverkauft, eines ist ihm wichtig: die Ware so gut wie möglich zu präsentieren. Darauf legen die Online-Schnäppchenjäger durchaus Wert. Das Fotoshooting gehört also zur Verkaufsstrategie. Übrigens, 66% der Kleidung, die in unseren Schränken hängt, wird mittlerweile online geshoppt. Wir haben zwei eigene Online-Shops. Darüber hinaus verkaufen wir auch auf den gängigen Marktplätzen wie Amazon und eBay. Da haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt, welcher Kanal wirklich für welche Retoure der beste Kanal ist. In der Regel versuchen wir aber immer auch unsere eigenen Kunden die besten Schnäppchen, besten Angebote auf unseren eigenen Online-Shops anzubieten. Hier kann der Kunde bis zu 80% sparen. Aber wie ist das möglich? Kleidungsstücke lagern bei Simon hängend. Das spart Platz und somit Lagerkosten. Damit das Hemd neuwertig bleibt und nicht einstaubt, wird es in Folie verpackt. Und der Bügel bleibt auch beim Weiterverkauf einfach dran. Denn der kostet nur ein paar Cent und erspart den Arbeitsschritt, ihn wieder zu entfernen. Das Label, was wir gerade eben erstellt haben, mit allen Produktdaten auf diesen Artikel, der damit dann fertig ist, um bei uns ins Lager zu kommen und danach bereit ist, dass er wieder vom nächsten Kunden gekauft werden kann. Im Lager wartet unser Hemd auf einen neuen Besitzer. Auf den 10.000 Quadratmetern lagern über 100.000 Artikel. Vom Schuh bis hin zum Sofa. Also so ziemlich alles, was man verschicken kann. Die meisten Artikel verkauft Simon innerhalb von 2 Wochen weiter. Aber wie finden sich die Angestellten in den scheinbar endlosen Regalreihen zurecht? Gibt's da ein System? Wir nutzen hier eine komplett chaotische Lagerordnung, sprich, gleiche Artikel liegen nicht zusammen, sondern können an allen möglichen verschiedenen Orten sein. Aber diese Artikel werden hier mit diesem Lagerort verheiratet. Unser System ist nachher so klug, dass er sich merkt, welcher Artikel an welchem Ort war. Und wenn er bestellt wird, wissen die Leute, die es quasi aus dem Regal wieder rausholen, um es zu verschicken, genau wo es liegt. Retouren sind Simons Geschäft. Und meist sind diese auch völlig in Ordnung. Aber eben nicht immer. Ab und zu staunt auch der Profi nicht schlecht, wenn die Pakete ankommen. Wir haben schon fast alles Mögliche erlebt, von Klamotten, die schon getragen wurden und entsprechend halt gestunken und beschmutzt waren, bis hin zu Staubsaugern, mit denen gefühlt eine ganz komplette Baugrube ausgesaugt worden ist, wo man sonst sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass irgendein normaler Verbraucher wirklich auf die Idee kommen könnte, sowas zurückzuschicken. Kaum zu glauben, aber selbst bei so dreistem Verhalten zahlen die Händler ihren Kunden oft das Geld zurück, aus Angst, sie zu verlieren. Denn die Konkurrenz im Onlinehandel ist groß. Im Schnitt kostet eine Retoure den Händler 10 bis 19 Euro. Besonders teuer der Versand und die Personalkosten. Genau deshalb übergeben viele Händler ihr Retourengeschäft an Unternehmen wie Simons Startup. Und hier werden die Retouren zu Schnäppchen. Unser Hemd ist schon wieder auf einer Verkaufsplattform. Es kostet statt der ursprünglichen 40 Euro jetzt nur noch 5. Der Grund? Das Hemd ist zwar neu, aber nicht mehr original verpackt und deshalb sogenannte B-Ware. Kann der Chef seinen eigenen Schnäppchen widerstehen? Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich vermutlich selbst zu meinen besten Kunden gehöre, was den durchaus einen oder anderen Streit mit der besseren Hälfte zu Hause verursacht hat, wenn ich am Fernseher mal wieder nicht vorbeigehen konnte. Dementsprechend ja, ich bin auch Kunde von uns und kann dem einen oder anderen Schnäppchen tatsächlich nicht widerstehen. Unser Hemd hat schon wieder einen neuen Besitzer gefunden. Simons Angestellte sammelt die Bestellungen der letzten Stunde und verpackt sie für den erneuten Versand. Wie viel Simon trotz des so günstigen Verkaufspreises an unserem Hemd verdient, verrät er uns nicht. Doch er versichert, dass er auch mit Schnäppchenpreisen noch Gewinn macht. Es kommen natürlich auch immer mal wieder Verluste vor, aber in der Regel versuchen wir natürlich, Artikel immer so schnell zu verkaufen, dass wir auch mit jedem Artikel, den wir anfassen und bearbeiten, etwas verdienen. Gewinn macht Simon vor allem dann, wenn er erneute Retouren vermeidet. Seine Kunden können zwar auch zurückgeben, müssen aber erst beim Kundenservice anrufen und den Versand selbst bezahlen. Das ist das Geschäftsmodell der externen Dienstleister. Da überlegt jeder Schnäppchenjäger zweimal, ob er sein 5-Euro-Hemd für 5 Euro Versandkosten zurückschickt. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde,
Jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken. Es gibt Neues aus der Galileo-Welt.